Der Diakon Laurentius, liebe Schwestern und Brüder, Papst Leo der Große sagt in einer Predigt, das, was Stephanus für Jerusalem, das ist Laurentius für Rom. Die Texte spiegeln immer wieder zwei Hauptpunkte wider. Vor allen Dingen finden sie ja direkten Anklang in den Psalmen, die wir sowohl zu den Laudes wie zur Vesper singen. Dieses sich Verzehren der Seele nach Gott, dass sie wie eine Glut vergeht vor Sehnsucht. Das deutet auf das Martyrium des Laurentius durch den Feuertod, den Grausamen, hin. Und die Sorge für die Armen. Er, der als Diakon, als der Diakonat in der Kirche noch ein richtiger Stand war, manchmal waren diese Leute verantwortlicher für vieles, als es die Bischöfe waren in den ersten Jahrhunderten. Als das noch ein richtiger Stand war, hat er das Vermögen der Kirche von Rom verwaltet. Und er wusste es recht einzusetzen, nicht für dies oder das, sondern er wusste um den wahren Schatz der Kirche, die Armen, die der Hilfe bedürfen. Und so bricht das für uns oft in der Beobachtung auseinander, dass wir sagen, ah ja, Armenfürsorge hier und Gottes Liebe dort. Und wir sprechen und denken darüber, als wären das zwei Paar Schuhe. Es gibt aber keine Teilung des christlichen Lebens. Es gibt immer nur ein christliches Leben, zu dem alles gehört. Es gibt auch kein aktives und kein kontemplatives Leben. Das ist eine vollkommen künstliche Trennung, die dem Christentum überaus fremd ist. Es gibt immer nur ein christliches Leben. Und das muss beides haben. Niemand kann sich zurückziehen und sagen, ich meditiere jetzt den ganzen Tag und die Armen, die vor meiner Tür krepieren, die sind mir egal. Dafür sind ja andere zuständig, dafür haben wir die Caritas. Und niemand kann sagen, beten, ach du lieber Gott, da habe ich keine Zeit für. Die Not der Welt ist so überaus groß und anspruchsvoll, da kann ich mich nicht drum kümmern. Das ist kein christliches Leben. Laurentius macht das deutlich, wenn wir eben in der Vesper dieses ostkirchliche Gebet gesprochen haben, Laurentius, du bist selber zu einer glühenden Kohle geworden. Dann zeigt das den Weg, wie wir diese Dinge zusammenhalten können. Es geht um die glühende Liebe zu Gott. Wenn christliches Leben nicht daraufhin ausgerichtet ist und das zum Maßstab passt, ist alles andere umsonst. Das können andere viel besser als wir. Aus dieser glühenden Liebe heraus fließt alles. Fließt soziales Engagement, fließt Nächstenliebe, fließt ein rechtes, gereinigtes, durchglühtes Herz, das keinen Unterschied macht und eigentlich gar keinen Unterschied kennt zwischen Gottes und Nächstenliebe. Vielleicht sollten wir uns Laurentius, von dem so viele alte Pfarreien das Patronat haben, vielleicht sollten wir uns ihn zum Beispiel nehmen. Wie er selber glühende Kohle geworden ist, wie er selber bis zum Schluss lernen musste, wie diese glühende Liebe geht und was sie bedeutet und was sie kostet. Aber bei ihm ist sie keinen Augenblick, so wie die Lebensbeschreibungen wissen, auseinandergefallen, ist sie getrennt worden, sondern sie war immer verbunden. Ein gutes Beispiel wäre das für unsere Suche nach Erneuerung.